In diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie man ein Potentiometer an sein Arduino anschließt und was ist es überhaupt. Ein Potentiometer ist dieses Element hier in Ihrem Arduino-Kit. Drei Beinchen, kleine Kurbel auf der einen Seite, ziemlich viel Metall auf der anderen Seite. Was ist das überhaupt? Das ist ein sogenannter regelbarer Widerstand, Potentiometer oder auch liebevoll Potti genannt. Das ist sehr praktisch, wenn man irgendetwas einstellen möchte. Man kann an dieser Kurbel hier herumdrehen und je nachdem, in welche Richtung man dreht, erhöht sich oder wird weniger die Spannung auf der Seite, auf dem mittleren Füßchen hier. Das heißt, man legt hier von beiden Seiten Spannung an, 0 und 5 Volt. Und in der Mitte kann man den Wert auslesen und man bekommt immer wieder einen anderen Wert, je nachdem, wie man hier rumgedreht hat. Was brauche ich, um dieses Potentiometer hier anzuschließen? Ich brauche drei Kabel. Und zwar nehme ich ein schwarzes Kabel für die Erde, ein rotes Kabel für die Spannung und ein grünes für das Auslesen der Werte. Es ist relativ einfach, das anzuschließen. Man braucht, weil es eben ein regelbarer Widerstand ist, braucht man auch keinen Widerstand davor. Wichtig ist, dass diese drei Beinchen so in das Steckbrett reinkommen, dass sie eben nicht elektrisch miteinander verbunden sind, also so rum. Und ich stelle es auch noch in der letzten Reihe hier auf, damit, wenn ich es reinstecke, hier gut an der Kurbel noch rankomme. Man muss ein bisschen vorsichtig sein mit den Füßchen, damit sie nicht abbrechen. So, und jetzt nehme ich erstmal das rote Kabel, nehme ich eins der äußeren Beinchen. Es ist erstmal egal welches, ich erkläre Ihnen später, was der Unterschied ist. Und schließe das rote an 5 Volt. Das wäre dieser Pin hier, wenn ich das richtig sehe. Nee, das daneben. Genau. Das schwarze Kabel nehme ich für die andere Seite. Jetzt habe ich sie ein bisschen überkreuzt, das ist aber auch vollkommen egal. Und schließe ich an das Ground an, also Erde. Und das mittlere Füßchen muss ich jetzt auch noch erwischen. Und schließe es da rein in das Arduino, wo ich später die Werte auslesen möchte. Ich nehme dafür einen dieser analogen Inputs. Davon habe ich 6 Stück. Ich nehme jetzt einfach A0, das erste. Damit ist es auch schon, der Potentiometer auch schon angeschlossen. Jetzt kann ich später an dieser Kurbel hier herumdrehen. Und das funktioniert folgenderweise, dass wenn ich in die Richtung des schwarzen Kabels drehe, wird der Wert, den man ausliest, immer weniger und weniger, bis es irgendwann 0 ist. Und man merkt es auch, irgendwann kann man nicht weiter drehen. Und wenn man in Richtung des roten Kabels dreht, dann wird der Wert mehr und mehr. Und irgendwann kann es nicht mehr werden. Und da wird sozusagen, das entspricht der größeren Spannung von 5 Volt.